Guck mal, hier Shisha-Bar. Als Gast besuchen, aber momentan haben wir keinen Platz als Mitarbeiter. Das ist gar kein Problem für mich. Kann ich hier auch eine geile Dreckspfeife rauchen? Ja, ja, kannst du eine geile Pfeife. Eine geile Dreckspfeife am besten. Ja, du willst Dreckwasser drin haben, aber mach ich ja Dreckwasser aus Sprühkasten. Machst du mir mal eine traube Minze? Machst du mir mal. Traube Minze? Ja, mach mir mal so eine geile. Der kommt mir aber ganz vor der Tür. Ja, gut, ich hätte gerne jetzt eine Dreckspfeife, wenn das möglich ist. Ja, ist kein Ding. Wo willst du denn dich hinsetzen? Ist mir Jacke wie Hose. Extra. Fertig gemacht. Dann komm rein. Ja, hier, die große Ecke habe ich dir ready gemacht. Ja. Ja, das passt doch super. Super, wow. Hast du mir den Shisha-Kopf gemacht? Nee, mein Chef allerdings. Wieso ist Stippers da? Der Kopf kratzt ein bisschen tatsächlich. Ja, warte, ich nehme ein bisschen Kohle runter. Aber ich leg dir auch einfach die Kohlestange mit hin, dann kannst du dir selber. Ich mache jetzt richtig Stress in der Shisha-Bar. Ich muss leider sagen, also der Kopf, der erinnert mich nicht auch. Du wolltest doch Traubenminze, du bist doch Traubenminze. Nee, ich wollte Apfelminze, habe ich gesagt. Zu mir hast du Traubenminze gesagt. Und übrigens, wo bleibt mein Getränk? Du wolltest doch eben gar nichts. Klar, ich habe doch deinem Kollegen gesagt, ich nehme gern Minztee. Also Bro, langsam habe ich das Gefühl, ihr wollt gar keine neuen Kunden haben. Also auf unbequeme Kunden haben wir keinen Bock, hast du recht? Ja, klar, aber guck mal, ich habe jetzt mich hingesetzt. Erstmal kriege ich eine falsche Tabaksorte, dann kriege ich auch... Minze hast du bestellt. Zweitens habe ich einen Minztee bestellt, wo jetzt auch niemand mir was gebracht hat seit 10 Minuten. Denn einen Minztee angeboten, auf welcher Karte haben sie das denn gelesen? Das habe ich dir doch gerade gesagt, dass du mir einen Minztee bringen sollst. Egal, hast du jetzt einen neuen Kopf fertig gemacht? Ja. Dann mach mal bitte drauf, dass ich den auch rauchen kann. Kannst du schon. Dann lass mich mal probieren. Ja. Oh, Alter. Ja, scheint der gut zu sein. Der ist ganz schön stark hier. Das sind richtige Männer, ne? Alter, was ist das denn hier für ein Dreckskopf? Da war ja der andere ja besser. Kannst du mir mal die Kohle irgendwie verschieben oder eine neue Kohle holen oder irgendwas? Kohle neu holen. Probier's, ja. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Schmeckt irgendwie nicht so nice, ne? Kannst du ja selber mal dran ziehen. Die Folie, da waren ein paar große Löcher drin, warte. Oh, ja. Jetzt müsste passen. Probieren wir nochmal? Okay. Ja, ich probiere nochmal. Ich hab jetzt nochmal kleinere Löcher gemacht. Ja, probiere ich einfach mal nochmal, warte. Ich probiere nochmal, warte. Oh, ist das schon ein bisschen milder, oder? Also, willst du mich verarschen? Willst du mich umbringen? Was ist das hier für eine, für eine Scheiße hier? Dann hol mir mal deinen Vorgesetzten. Ich hol ihn mal. Kann man Ihnen weiterhelfen? Erstmal, junge Dame, ich weiß nicht, ob Sie hier arbeiten, ja? Ja, mir gehört der Laden, warum? Ach, Ihnen gehört der Laden? Ja, warum? Mit der Pfeife nicht in Ordnung. Ja, die ist nur am Kratzen, die schmeckt scheiße. Okay. Was? Jetzt wurde zweimal schon der Kopf gewechselt und die schmeckt immer noch scheiße, so am Kratzen. Wollen Sie eigentlich eure Kunden vergiften oder was? Auf gar keinen Fall wollen wir das. Ja gut, dann wechseln wir die einfach mal auf. Sie können sich eventuell mal ein bisschen entspannen, ja? Sie brauchen hier nicht so viel rumschreien. Ich bin die ganze Zeit höflich, aber wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur, Dreckstabak die ganze Zeit. Also ich gebe euch noch eine letzte Chance, ja. Einen Kopf würde ich jetzt nochmal geändert haben bekommen. Wenn es dann wieder nicht schmeckt, was willst dann du haben? Hast du Doppelapfel? Nee, Doppelapfel nicht. Habt ihr Sikisch-Minze? Muss ich gucken. Ja, können Sie mir lieber mal ein Getränk Frage bringen? Ja, was? Coke Zero? Ne, Garnel Light bitte. Ja, schau, ich hab wieder. Ne, Garnel Light, ne? Zwei verschiedene Geschmäcker noch mit Minze. Und zwar einmal Trifecta Blond Peppermint Shake oder Somo Lemon Mint. Sickig Minz ist nichts mehr da. Nee, das kriegen wir im Moment noch nicht. Da müssen wir fragen unseren Lieferanten. Der hat im Moment Lieferprobleme. Ja, ich habe den Kollegen nach Garnel Berry gefragt. Gibt's davon auch nichts da? Berry habe ich was da. Warte, ich guck. Ja, die Garnel Berry am besten, ne? Blueberry habe ich tatsächlich. Ja, komm, dann machen wir mal so einen Dreckskopf. Fertig. Blueberry mach ich dir. Ist das falsch? Achso, und was mit meinem Getränk? Also ich hatte jetzt auch noch ein Getränk bestellt. Was möchtest du denn haben? Also ich hätte Fuse-Tee, wenn du willst, direkt. Ne, Kale Light habe ich bestellt. Ne, das ist eine Cola Light? Ja, genau. Also wie gesagt, einen Kopf würde ich noch nehmen. Ja, braucht das ruhig in Ruhe. Ich rauche mit, ich guck mal, ob es schmeckt. Ja, das schmeckt halt richtig nach Blaubeere, das ist geil. Ich guck mal, ich probiere es mal. Shepard, ne? Oh ja, das schmeckt richtig scheiße, Mann. Was ist das für ein Geschmack? Wollt ihr mich töten oder was? Wollt ihr mich umbringen? Nein. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass die ganze Zeit, dass ich hier husten muss von eurem Geschmack. Bist du Shisha rauchen nicht gewohnt? Doch, eigentlich schon. Eigentlich rauche ich so alle 3 Monate einmal Shisha. Ja, das ist klar. Da würde ich auch die ersten 10, 20 Züge husten. Nee, das liegt bestimmt jetzt nicht an mir. Das liegt an eurer Dreckspfeife, dass ich husten muss die ganze Zeit.
das wüsste. Also ich huste ja nicht, wie du siehst. Kann ich mal kurz dein Handy haben? Ist das möglich? Ich muss die Polizei anrufen, das geht so nicht. Jetzt rufe ich die Polizei an. Die Bundespolizei Berlin. Ich wusste gar nicht, dass 12-Jährige bei der Polizei arbeiten. Ja. Ich habe ein Problem, und zwar hier in der Shisha-Bar. Da wird Dreckstabak verkauft, ja? Können Sie mal die Gesundheitsserialien hier checken? Mhm. Können Sie mal da einen Streifendienst her schicken? Also ich glaube, das ist hier nicht, geht hier nicht mit richtigen Dingen zu, ne? Mhm. Okay, dann. Tschüss. Perfekt, alles klar. So, wer hat mich denn jetzt hier dumm angemacht, hier eben, als er in den Laden gekommen ist? Waren Sie das? Was wollen Sie jetzt? What? Ich hab doch nicht dumm angemacht. Ich hab mich bloß gewundert, dass heute so viele Leute hier, auch gestern schon, dass so viele Leute hier in die Shisha-Bar reinkommen und alle nicht rauchen können. Ist doch aber mir überlassen, ob ich rauchen kann oder nicht. Ich lass doch Geld hier. Was wird sich denn darüber beschwert? Warum regen Sie sich so da denn darüber auf? Ja, da fühle ich mich jetzt angegriffen. Das ist das denn? Ich komme doch nicht in ein Etablissement, um hier denunziert zu werden. Ja. Also wirklich. Warum fühlen Sie sich denn so angegriffen, wenn Sie mich direkt angreifen? Halt's Maul. Oh, jetzt wird er gefährlich. Komm mal zu, Sportsfreund. Ich bring mal kurz meinen Koffer weg. Ja, bring mal deinen Koffer weg. Wollt ihr auch eine Shisha rauchen? Ich meine, die Pfeifen hier kann ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Ne? Die schmecken auf jeden Fall wie Scheiße. Ehrlich? Dafür so. Keine Ahnung, könnt ihr den mal rausbegleiten? Ich muss sagen, ich habe jetzt 3 Köpfe habe ich jetzt hier geraucht und ich werde auf jeden Fall nicht glücklich mit den Shishen hier. Ich habe auch tatsächlich, müsste auch gleich jemand kommen, ne? Gucken wir mal, ob die Polizei eingetroffen ist hier, ne? Da, hallo. Guten Tag, die Dame. Hallo, guten Tag. Bitte. Ich habe gerade die Polizei angerufen. Können Sie einmal mit reinkommen? Dann kann ich Ihnen gleich zeigen, was hier abgeht. Ich habe die Shisha geraucht, ja. Ich muss auch sagen, das Personal war semi-freundlich, aber was hier wirklich abgeht, das ist reinste Katastrophe. Sehen Sie den Zustand der Shisha? Ja. Also hier ist komplett alles vollgesifft, ja? Die Shisha ist nur am Kratzen. Die haben Sie sie so schon übergeben, oder? Ja, so in so einem Scheißzustand, Dreckszustand haben Sie mir die schon übergeben, ja. Okay, okay. Haben Sie mal versucht, nicht zu fragen, ob man Ihnen die vielleicht einfach... Dreimal. Ich versuche da mal vorne was zu regeln. Ja, ja? Olli, alles klar. Ah, natürlich, einfach mit Motorrad reinfahren. Alter... Jungs, raus, wirklich. Herr Manu, so geht das nicht. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Wieso liegt jetzt hier ein scheiß Motorrad in meinem Laden? Oh. So, also, Toni. Oh, was los? Toni. Ja, der hat eine Beschwerde über eure Shisha. Und wäre es dann nicht vielleicht nett, dass ihr dem die kostenlos erneuert? Diese ist wohl sehr am Kratzen. Genau, 3 Köpfe habe ich schon gemacht. Alle 3 waren schlecht. So, Jungs, die kommen los. Die Holly, guck mal, ob der Kopf noch an ist. Aber ich bin im Dienst, da kommt, das ist doch falsch zu verstehen, wenn ich das probier's doch einfach mal, ob wie er schmeckt. Aber nur ein. Ist der, den ich gemacht habe? Ja, probier's. Sei nicht so voll, Leute. Ja, vielleicht sollte die die immer austauschen. Tatsächlich, lass mich nochmal. Also, vielleicht setz ich ihn mal an einem anderen Tisch. Ich möchte jetzt Folgendes. Ich möchte, dass ihr mir mein Geld zurückgibt und dann werde ich auch aus diesem Drecksladen rausgehen, ja? Ich lasse mich hier nämlich nicht verarschen von ihm. Toni, komm mal bitte mit. Ich komm. So, du und ich hatten jetzt noch ein Problem, oder was? Mann, kleiner Dreikäse hoch, setz dich da drüben wieder hin und rauch dir die Shisha. Hey, hör mal zu. Wenn du Manns genug bist, kommst du mit mir raus um die Ecke, okay? Und dann klären wir Schwanz das. Schwanz auf den Tisch klatschen oder was? Nö, mein Pümmel klatscht dir auf den Kopf, wenn du willst. Setz dich doch. Francesco? Hast du etwa Angst, dass ich dir die Fresse poliere? Ich will in Ruhe meine Shisha rauchen. Da hat wohl jemand Angst hier, sich mit mir zu messen, wie es Männer nämlich tun, ne? Aber du bist wohl ein kleines Stück Dreck unter meinen Füßen. Vielleicht solltest du mal einen neuen Friseur aufsuchen, so wie du aussiehst. Ist dein Friseur auf jeden Fall tot. Sagst du mit deinem Wischmopp auf dem Kopf. Ja. Ja. Da wird geschossen, Ma'am. Da wird draußen geschossen. So. Wird geschossen. Bist du an der FB-Lounge? Ah, bisschen sowas. Dann nutze ich einfach mal den Moment. Geklärt. Ey, bist du doof? Dann bin ich jetzt einfach mal so frei und nutze den Moment, ne? Ich nutze einfach mal den Moment. Und jetzt ging's los. Ich nutze einfach mal den Moment aus. Alles gut bei dir? Scheiße, warum hat das nicht geklappt? Nee, alles gut. Gut. Ich rede über einen Fall. Jo, das ist ganz schlimm. Das war echt voll die Drecks-Shisha-Bar, Bro. Okay, ich ergebe mich. Hört auf damit. Hat ja richtig Rhythmus im Blut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Ja, und dass Sie mal gehört haben, Sie haben Hausverbot. Ja. Sie haben Hausverbot. Ja. Ich scheiße auf Ihre Shisha-Bar. Die hat nichts zu. Ah, der schlägt mich auf. Was soll denn das? Hallo! Festnehmen, auch direkt festnehmen. So, ich übernehme den Kollegen dann, ja? Perfekt. Jetzt muss ich mich einmal umziehen. Dann gehe ich da nochmal hin. Die haben mir Hausverbot gegeben. Schauen wir mal, ob wir Hausverbot haben oder nicht.
dann schauen wir mal, ob ich Hausverbot habe oder nicht, ne? Dann gucken wir mal nach. Ich gehe dann hin mit Bowlingstimme, das ist eine gute Idee. So, perfekt. So, Friseur. Muss mich jetzt beeilen. Einfach mal kurz die Bowlinghaare snacken. Und jetzt anderes Aussehen. Andere Haare. Und jetzt holen wir noch ein Messer und dann können wir einen Deckel drauf machen. Mal gucken, ob die mich dann immer noch erkennen in der Shisha-Bar. Muss jetzt mit einer anderen Stimme reden, dass sie mich nicht erkennen. Ja, Herr Mano. Guten Tag, hallo. Kann ich bei Ihnen Shisha bestellen? Hallo, kann ich Shisha bestellen hier bei euch? Hallo? Ja, perfekt. Kann ich rein schon mal sitzen? Ja, gehen Sie. Okay, danke. Okay, ich glaube, Sie haben keinen Verdacht. Hm, das war der Typ von eben, ne? Ich würde sagen, Operation Undercover ist bisher voll glückt, ne? Guten Tag, hallo. Wo möchten Sie sitzen? Keine Ahnung, mir ist egal. Suchen Sie sich was aus, wo Sie am liebsten sitzen, so was, am Fenster vielleicht? Ist okay, ist okay. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja. Ich stütze mich hier hin, alles gut, hier ist gut. Perfekt. Sie wollen einen Shisha rauchen, ja? Genau, genau. Gibt es einen bestimmten Wunsch oder soll ich Ihnen einfach was fertig machen? Ja, ich habe einen Wunsch und zwar, heb in Zukunft mein Hausverbot ab. Hausverbot, 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 Bro. Oh, Hausverbot. Ding Dong, Operation geglückt. Das war auch der eine Typ, den ich erstochen habe, war auch dieser Typ, der mich angemuckt hat in der Shisha-Bar, ne? Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, ne? Die Operation ist geglückt. Einmal Hashtag Hausverbot in die Kommentare, ne? Hausverbot. In diesem Sinne. Dachtet ihr wirklich, das war's schon? Da habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Perfekt, Deckel ist drauf, Chat. Er liegt da. Ich hab ihn diesmal wieder über den Haufen gebrezelt. Oh. Bist du dumm? Oha, oha. No. Oha, oha. Oha. Stream-Sniper! Stream-Sniper! Hat die Frankie! Hat die Frankie! Lass Jolelu! Was passiert hier? Lass Jolelu in Ruhe! Oh mein Gott, der hat alle geholt! Das war ein geisteskranker Abgang. In diesem Sinne würde ich sagen, Hashtag Hausverbot in die Kommentare, ne? Alles gut hier? Ich würde einfach mal sagen, Hashtag Hausverbot. Hausverbot würde ich einfach mal sagen. Hashtag Hausverbot. Hashtag Hausverbot, Bro. Hashtag Hausverbot. Ah, schon wieder. Hashtag Hausverbot, Bro. Hashtag Hausverbot, Bro. Oh, shit, man. Hashtag Hausverbot. In diesem Sinne, guten Tag. Perfekt. Leute abgestochen. Perfekt, Deckel ist drauf, Chat. Der liegt da. Ich hab ihn diesmal wieder verraten. Bist du dumm? Lass Jolel in Ruhe! Lass Jolel in Ruhe! Street Sniper! Er stirbt nicht, du Cheater, du! Du trickst Cheater! Lass Jolel in Ruhe! Lass Jolel in Ruhe! Lass Jolel in Ruhe! Oh mein Gott, er hat alle geholt! Er hat alle geholt, was ein Löwe!